Willkommen zurück zu einem weiteren Shiny-Pokémon-Video von mir. Ich bin immer noch erkältet. Aber ich habe ein Shiny-Moltres. Oder zu Deutsch, Lavados. Und das werden wir jetzt gleich fangen. Ich mache da nicht lange rum. Wir probieren gleich mal einen Quickball. Ich habe Quickball. Yay, komm schon. Einfach drin bleiben, mehr musst du gar nicht, Bro. Ja, ich hasse Lavados. Zapdos mal ersetzt, weil Zapdos ist der, den man am schwierigsten erkennt, den Jungen. Deswegen, ja. Geht mal zu Haxorus raus und schwächt den Jungen schnell. So. False Wipe. Scoop. Ja, das war sehr effektiv. Cover. Ja gut, ich gehe auf ein Ding. Roto-Catch. Das sollte alles rausholen. Was da möglich ist. Junge, der Junge krittet mich einfach. Okay. As you wish. Hier kommt... Ah, du bist relativ schnell. Probieren wir mal einen Fastball. Boah, bist du schnell? Ich denke schon. Lol, eben nicht. Okay. Zu Lavados gibt's eh keinen Ball, der theoretisch passen wird. Junge, der Junge, eiskalt, Ding. Wer ist das Ding? Antikraft. Boah, da gab der mit, Alter. Das bringt mich fast um. Lol. Wollen wir mal einen normalen Pokéball schmeißen? Auch wenn es absolut nutzlos sein wird. Jupp, juppidi, juppidi, jupp. Boah, wenn der jetzt noch einen Antikraft-Boost kriegt, ist Ende. Lavados ist relativ schwer zu fangen. Generell die ganzen Kanto-Viecher sind relativ schwer zu fangen. Weil selbst mit Roto-Catch sind die teilweise eine Qual. Bis auf Rayquaza. Rayquaza ist mittlerweile richtig easy. Digga, du brauchst kein Level. Hör auf damit. Und ich habe Lavados. Hör auf. Ich habe Lavados. Nackte Hühnchen aller Zeiten. So. Wird Synchro sagen, dass es richtig ist? Oder wird Synchro sagen, nee, du Fotze? Verpiss dich. Was wird Synchro sagen? Synchro sagt, yeah, das ist ein mäßiges Lavados. Gleich mal nach vorne packen, den Sohn. Und dann geht's raus hier aus der Ultradimension. Danach ist nämlich der letzte Birdie dran. Das gute Zapdos. Ja, dann hätten wir nämlich, ich glaube, jedes Kanto-Legi. Ja, jedes Kanto-Legi bis auf Mew. Ne? Wobei, Mew ist ja eigentlich ein Mythical, ein mystisches Pokémon, kein legendäres, aber mir ist es scheißegal, das ist alles legendär. Das sind alles legendäre Pokémon, die haben legendäre Pokémon-Stats, die haben alles. Also sind's Freunde, jetzt wollte ich schon wieder den nach vorne packen, der ist doch schon vorne. Nein, ich will nicht fliegen. Boah. Ja, ich habe eine Weile nichts mehr bekommen. Tansa ist jetzt auch schon wieder eine Weile her. Aber immerhin ein Lavados. Ich weiß noch nicht mehr die Soft Reset-Anzahl, aber egal. Inkay, reguläres und Shiny Lavados. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao.